Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Tech Tutorial. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute schauen wir uns ein bisschen an, wie so ein Beispielblock genau aussehen würde. Die Verhaltensdatei dazu. Und grundlegend, das ist eine JSON-Datei. Da haben wir einige verschiedene Datentypen. Unter anderem eben Text, wie ihr hier sehen könnt. Die werden dann in Anführungszeichen quasi markiert. Es gibt Zahlenwerte. Das sind dann halt einfach nur eingetippte Zahlen. Es gibt Listen bzw. sogenannte Arrays, die halten dann halt unterschiedliche Mengen an Daten. Und zu guter Letzt haben wir sogenannte Objekte. Das ist hier zum Beispiel der Fall, das macht man dann mit geschweiften Klammern. Arrays macht man mit eckigen Klammern. Dabei haben wir dann sogenannte Keys und sogenannte Values. Also wir haben quasi Schlüssel und Werte. Und die werden dann miteinander verbunden. Und das sind so ziemlich alle verschiedenen Datentypen, die es bei JSON gibt. Und grundlegend eine Blockdatei baut sich erstmal ganz grundlegend aus so einem Objekt auf. So das sogenannte Top-Level-Objekt, das dann quasi ganz am Anfang steht. Und da drin stehen dann halt die gesamten Daten. Als allererstes, das haben praktisch alle Dateien in Minecraft, die sogenannte Formatversion, in diesem Fall die 1.20.0, halt eben die neueste oder fast neueste Minecraft-Version. Inzwischen gibt es die 1.20.10, aber das ist dann relativ irrelevant. Das ist jedenfalls die Minecraft-Version, für die der Block konzipiert wurde. Und das sagt quasi dem Spiel so, okay, in dieser Version, diese Version muss quasi simuliert werden, wenn ich als Block genutzt werde. Und da kann man quasi alle möglichen Versionen benutzen. Soweit ich weiß, in Bridge ist die älteste unterstützte Version die 1.8. Das heißt, ihr könnt da ziemlich weit in die Vergangenheit gehen. Aber ich mache das hier einfach für die neueste Version. Ja? Als nächstes haben wir Minecraft-Doppelpunkt-Block. Und das definiert dann letztendlich die Datei als Block. Theoretisch könnt ihr da Minecraft-Doppelpunkt-Entity machen. Schon habt ihr eine Entität oder Minecraft-Doppelpunkt-Item, Minecraft-Doppelpunkt-Feature, Minecraft-Doppelpunkt-Feature-Rule, Recipe, alles Mögliche. Könnt ihr da eintippen und dann kriegt ihr halt die verschiedenen Dateien, die es halt eben gibt. Geometry gibt es auch noch, also für Geometrie-Dateien alles Mögliche. Und im Grunde möchte ich hier ein bisschen genauer über die einzelnen Elemente reden. Ihr wisst ja, in der letzten Folge haben wir ja schon den ersten Block erstellt, aber das war kaum etwas. Ja, also ich habe da nur gesagt, was man macht und nicht gesagt, warum man es macht, wie das funktioniert, wie so eine Datei aufgebaut ist. Daher kommt das jetzt einfach dran. Also wir haben hier Minecraft-Doppelpunkt-Block, das ist ein Key und da haben wir unser Value, hoppla. Da haben wir eben dann wieder ein Objekt, das sieht man hier an der geschweiften Klammer auf, geschweiften Klammer zu. Und da drin haben wir vier weitere Keys. Das sind dann die vier Elemente, die quasi einen Block verändern können. Ganz am Anfang, am wichtigsten, ist die Beschreibung. Die braucht quasi jeder Block, damit er wirklich gültig ist. Und wenn wir das einmal öffnen, dann sieht man darunter auch den Identifier. Und daher muss auch jeder Block die Beschreibung haben, weil jeder Block einen Identifier braucht. Ja? Der Identifier besteht aus Namespace, Doppelpunkt, Block Identifier, also Präfix des Pakets und ID des Blocks. Und ich habe die hier groß geschrieben, dadurch wisst ihr dann, dass man die da durch eigene Werte ersetzen muss. Namespace kommt auch öfters wieder vor, daher müsst ihr dann einfach quasi denselben Präfix eintippen. Jedenfalls diese Kombination muss einzigartig sein, das heißt, wenn ihr Namespace Doppelpunkt Block Identifier, also irgendwelche zwei Werte doppelt vorkommen, dann funktioniert das nicht, dann wird einer von beiden Blöcken nicht geladen. Ja? Deshalb müsst ihr da halt einfach ein bisschen aufpassen. Theoretisch könnt ihr hier auch Namen oder IDs von Minecraft nutzen, aber ihr braucht dann halt einen extra Namespace, der halt nicht Minecraft ist. Ja? Das ist dann ein bisschen, da muss man halt ein bisschen drauf Acht geben. Als nächstes haben wir dann Menu Category. Das ist jetzt so eine optionale Möglichkeit. Im Grunde alles andere ist optional, abgesehen vom Identifier. Da haben wir eben die Inventarkategorie, dem Le Block angehört.
Also unter anderem das Kreativinventar, aber auch beim Überlebensmodus quasi in der Werkbank. Wenn es dort angezeigt wird, dann sind das ja auch verschiedene Kategorien. Als erstes haben wir da halt den Kategoriename. Da haben wir Command, Construction, Equipment, Items, Nature und None. Command ist relativ logisch, sind nur Befehle. Construction, das ist die oberste der vier Kategorien. Dann Equipment sind halt die ganzen Gegenstände, beziehungsweise Waffen und Werkzeuge. Items, das sind dann solche Sachen wie die ganzen Redstone-Sachen oder Werkbänke, die ganzen Arbeitsblöcke und so weiter. Natur, logisch, die Naturblöcke, Stein, Holz, Blätter, ähnliches. Halt alles, was auch natürlich gespawnt wird in Minecraft, kommt auch dort drin vor. Und zu guter Letzt haben wir None. Dann wird das gar nicht im Kreativinventar angezeigt, beziehungsweise gar nicht im Inventar angezeigt und auch nicht per Befehle. Also man kriegt das dann quasi gar nicht. Und das ist dann eben die Kategorie des Blocks. Damit könnt ihr das dann zuweisen. Alternativ könnt ihr auch gleich eine Gruppe, einen Gruppennamen angeben. Da haben wir itemgroup.name.groupname und den müsst ihr dann tatsächlich verändern. Da gibt es so viele Optionen, daher habe ich das hier nicht wie hier oben gemacht, wo ich die alle einmal aufgelistet habe. Da gibt es irgendwie 50, 60 verschiedene Gruppen. Ihr müsst es so sehen, wenn es im Kreativinventar ist und wenn man es quasi aufklappen kann, dann ist es eine Gruppe. Und dann könnt ihr einfach versuchen, das auf Englisch zu übersetzen, quasi den Namen der Gruppe und den hier reinzutippen. Dann sollte es klappen. Da sind halt sehr, sehr viele Gruppen, daher habe ich das hier nicht aufgelistet. Ja? Das zu Menu Category. Als nächstes haben wir Properties. Das sind selbst erstellte Eigenschaften des Blocks. Selbst erstellt daher, dadurch, dass wir später noch vordefinierte Eigenschaften haben. Dazu braucht man Feiertags-Creator-Funktion, um das quasi zu nutzen. Generell Feiertags-Creator-Funktionen sind unglaublich nützlich für Blöcke und auch für Gegenstände. Daher empfehle ich euch, die einfach immer gleich anzuschalten. Die sind einfach super, super nützlich. Da haben wir quasi auch wieder verschiedene Möglichkeiten für Eigenschaften. Hier braucht man auch wieder den Namespace. Namespace Doppelpunkt String Property ist eine Eigenschaft mit Textwerten. Und dann tippt ihr halt hier zwei Textwerte quasi ein. Oder ihr könnt beliebig viele an sich machen. Das ist dann vollkommen egal. Und ihr seht da auch, das ist eine eckige Klammer. Das heißt, es ist eine Liste. Und dann müsst ihr die hier halt einfach auflisten. Ja? Es ist eine Menge an Werten. Standardmäßig wird der erste Wert beim Platzieren auf dem Block angewendet. Bedeutet, wenn ihr den Block habt, ihn platziert, dann wird bei dieser Eigenschaft hier der Value 1 als Standardwert festgelegt. Und es funktioniert auch mit den anderen so. Aber dazu kommen wir gleich noch. Als nächstes hier Number Property 1. Das ist eben eine Eigenschaft mit Zahlwerten. Und dann könnt ihr halt eben die Zahlen eintippen, die gültig sind. Auch hier wieder, würde die 0 als Standardwert festgelegt werden. Das kann man auch noch alternativ schreiben. Ihr seht hier Number Property 2, auch Eigenschaft mit Zahlenwerten. Beide von denen sind komplett gleichwertig in diesem Fall. Wir müssen quasi einen Wertebereich angeben, also Values, Doppelpunkt, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und da drin haben wir quasi den Minimalwert, den Maximalwert. Und dann sagen wir halt, der minimale Wert ist 0, der maximale Wert ist 3. Beide sind übrigens inklusive, das heißt, die kleinste Zahl ist mit im Bereich drin und die größte eben auch. Daher ist das genau dasselbe. Ihr seht 0, 1, 2, 3. Das sind eben genau die Zahlen zwischen 0 und 3 inklusive. Und daher kann man das so oder so schreiben. Bei kleineren Bereichen, so diese vier Zahlen, würde ich tatsächlich so einfach aufschreiben. Das ist kürzer. Wenn ihr irgendwie 16 verschiedene Zustände habt, dann würde ich das so machen. Gut, zu guter Letzt haben wir eine Eigenschaft mit Wahrheitswerten. Das habe ich tatsächlich vergessen bei den Werten, quasi bei den Datentypen, die es in JSON gibt. Es gibt Wahrheitswerte, false und true. An sich könnte man das auch einfach mit Einsen und Nullen darstellen, aber ja, es ist halt einfach jetzt mit false und true. Und da habt ihr dann eben zwei Möglichkeiten.
In diesem Fall würde Freud als Sternewelt festgelegt werden. Und das kann man zum Beispiel benutzen bei, keine Ahnung, Treppen, wenn sie kopfüber sind. Ja? Wenn man sagt, ist upside down, wenn es kopfüber ist, und sagt ihr, es ist falsch, die Treppe ist nicht kopfüber, oder war, die Treppe ist kopfüber. Ja? Dazu haben wir dann die Properties, jetzt haben wir Traits. Das sind vordefinierte Eigenschaften eines Blocks. Diesmal braucht man geplante Creator-Funktionen und nicht wie hier weiter oben die Feiertags-Creator-Funktion. Also ein bisschen was anderes, aber die sind auch super, super nützlich. Die machen das Platzieren von Blöcken deutlich leichter, vor allem das Erlangen von Informationen. Da haben wir zwei Keys, einmal Minecraft-Doppelpunkt-Placement-Direction und Minecraft-Doppelpunkt-Placement-Position. Ja? Erstmal Placement Direction, das ist die Blickrichtung des Spielers beim Platzieren. Ja? Da wird dann eben gespeichert, in welche Richtung der Spieler geschaut hat. Da haben wir dann Enabled States, das sind quasi die Zustände, beziehungsweise die Eigenschaften dann letztendlich, die freigeschaltet werden. Facing Direction ist die allgemeine Blickrichtung des Spielers beim Platzieren des Blocks quasi gültig, sind Down, Up, North, South, West und East. Quasi alle grundlegenden Richtungen, in die man schauen kann. Das sind halt insgesamt 6. Und dann haben wir Cardinal Direction. Und das ist dann eben die Himmelsrichtung, in die der Spieler schaut. Ja? Und in dem Fall werden Down und Up eben entfernt. Wir haben nur noch North, South, West und East. Da haben wir noch eine weitere Option, nämlich Y Rotation Offset. Also Y-Rotation, Verschiebung. Im Grunde, inwiefern sich die Rotation verändern soll. Gültig sind halt Vielfache von 90, das heißt, ihr könnt da 0 eintippen, 90 eintippen, 180, 270 und theoretisch 360, aber das wäre ja genau dasselbe wie 0. Und im Grunde müsst ihr es euch so vorstellen, stellt euch mal vor, wir haben hier Cardinal Direction und wir schauen in Richtung Norden, wir platzieren das und das hier ist auf 180 und es dreht dann quasi die Richtung, in die wir geschaut haben, um 180 Grad. Wenn wir Richtung Norden schauen, dreht es das Ganze Richtung Süden. Wenn wir in Richtung Osten schauen, dreht es das Ganze Richtung Westen. Ja? Also genau umgekehrt, bei 90 ist es dann eben nur um 90 Grad gedreht, also eins weiter. Und das geht dann halt so einfach rum. Ja? So viel zu Placement Direction, dann haben wir Placement Position. Das ist die Position beim Platzieren des Blocks. Und da haben wir auch wieder Enabled States, auch wieder quasi eine Auswahl an Eigenschaften. Und da haben wir auch wieder zwei, einmal Block Face und Vertical Half. Block Face ist quasi die Blockseite, auf der der Block platziert wurde. Gültig sind Down, Up, North, South, West und East. Also genauso wie die Blickrichtung, nur diesmal halt die Fläche, die man angeklickt hat, die Blockseite halt. Ja? Und dann haben wir Vertical Half, das ist dann die vertikale Blockhälfte, an der der Block platziert wurde. Gültig sind Bottom und Top. Ja? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine eigene Stufe machen wollt, keine Ahnung, eine Amethyststufe, die gibt es ja nicht, dann könnt ihr halt einfach diese Eigenschaft hinzufügen und dann könnt ihr überprüfen, okay, ist diese Eigenschaft auf Bottom oder ist die Eigenschaft auf Top und dann könnt ihr halt dementsprechend die Stufe auf der unteren Hälfte oder auf der oberen Hälfte platzieren. Dazu kommt wahrscheinlich bald irgendwann noch ein kleines Tutorial, wie man das macht. Aber so viel erstmal dazu. Ja? Damit haben wir die Traits und damit haben wir auch schon den ersten Teil, nämlich die Beschreibung. Und das war es tatsächlich auch schon so ein bisschen fürs Video. Die nächsten paar Folgen werden auf jeden Fall länger, vor allem Components wird unglaublich lang werden. Mal schauen, ob ich das in zwei Teile aufteile. Ich kann mal euch eine kleine Übersicht geben. Ja, das macht so knapp 80% momentan vom gesamten Text aus, der hier drin ist. Ich muss noch ein bisschen was bei den Events hinzufügen, aber da bin ich auch schon fast fertig. Jedenfalls, das ist eine unglaubliche Menge, die wir hier haben. Und ja, daher schauen wir einfach mal,
wie es in Zukunft so weitergeht. Jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.